Und wir gehören beide zu der Bürgerinitiative, die sich gegründet hat, um ein Nachnutzungskonzept für die Fläche von dem Rathaus 2 einzureichen. Da gibt es jetzt ein Interessensbekundungsverfahren und wir haben ganz viele tolle Ideen, die wir ausarbeiten wollen mit vielen Menschen zusammen für diese Fläche. Und dazu haben wir uns schon in den letzten Wochen immer wieder getroffen und haben erstmal ein Konzept für eine Ideenwerkstatt entwickelt. Und jetzt an diesem Wochenende, also am Freitag und am Samstag, fand diese Ideenwerkstatt statt. Und genau, jetzt ist die Ideenwerkstatt vorbei. Wir sind mit wahnsinnig vielen Ergebnissen rausgegangen und es hat sich gezeigt, dass zusätzlich zu unserer kleinen Gruppe von 10, 12 Leuten, die diese Werkstatt organisiert hat, es ganz, ganz viele Menschen in Bayreuth gibt, die auch Interesse haben an gemeinschaftlichem Wohnen, an ökologischem Wohnen, an auch neuer sozialer Ordnung, also einfach verschiedene Gruppen, die zusammenkommen, die im Austausch miteinander leben, einfach an einem kreativen neuen Wohnen. Es gibt schon in vielen deutschen Städten gibt es eben schon zukunftsweisende Wohnprojekte, in dem Mehrgenerationenwohnen berücksichtigt wird, in dem Menschen unterschiedlichster sozialen Schichten zusammengebracht werden, in dem Menschen mit Behinderungen irgendwie gut integriert werden. Und da ist eben in Bayreuth noch ein sehr großer Bedarf, dass alle Bedürfnisse, die von der Bürgerschaft irgendwie an uns herangetragen werden, in einem Konzept zusammengefasst werden. Dieses Konzept würden wir gerne einreichen. Und das Ganze passiert auf ehrenamtlicher Basis. Es gab also sehr viele Menschen, die mit Expertise, mit ganz viel Herzblut dabei sind, ein großartiges Projekt für Bayreuth auf die Beine zu stellen. Und das wird in Konkurrenz stehen, wahrscheinlich zu einer Investorenlösung. Wir haben eine Lösung, die auch, was die Finanzierung angeht, auf lange Sicht hin einen wesentlich größeren Gewinn für die Stadt darstellen kann. Und es liegt eben an den Stadträten und an der Stadt Bayreuth, ob sie unsere Initiative berücksichtigt oder ob sie eben einen anderen Weg geht. Aber ich glaube, eine große Chance steckt auf jeden Fall drin. Was wir konkret gemacht haben in den letzten zwei Tagen, wir haben uns in kleine Gruppen aufgeteilt. Also wir hatten zum Beispiel eine Finanzierungsgruppe, die sich genau mit den Fragen auseinandergesetzt hat, eine andere, die sich überlegt hat, welche Wohnform brauchen wir, wenn wir hier zusammenleben wollen, WGs, gemeinschaftliches Wohnen, Single-Wohnungen, Familien und so weiter. Es gab auch eine Gruppe, die sich konkret mit der Gemeinschaft, also mit dem Zusammenleben, mit dem Miteinander auseinandergesetzt hat, welche Begegnungsorte können wir schaffen zum Beispiel. Und die wichtigste Gruppe, die immer noch da oben tagt, die das Ganze dann aber auch in ein Konzept, in ein städtebauliches Konzept auch umzusetzen versucht, natürlich nicht perfekt, aber da erste Ideen sagt, von woher könnte das erschlossen werden, was sind Teilbereiche, die wir da mitdenken müssen. Der nächste Schritt wäre jetzt, das alles, diese Fülle an Ideen in einen wunderschönen Blumenstrauß zusammenzubinden, den wir dann an die Stadt überreichen können. Es hat sich gezeigt, dass es extrem viele Überschneidungen aus den unterschiedlichen Gruppen gibt, dass das kein wildes Rumspinnen ist, sondern da ein sehr konkretes Konzept am Ende stehen könnte. Wir sind ganz gespannt, wie das dann im Genauen aussehen wird.